Herzlich willkommen im Hotelrestaurant Haus am See in Simmerath. Seit gut 2 Jahren beschäftigen wir uns mit Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die Idee ist entstanden, weil wir die alten Heizungen quasi ersetzen wollten durch eine neue. Und dann kam die Idee mit einem Blockheizkraftwerk, was uns jetzt auch den Strom zu 75% im Hotelrestaurant liefert. Der Vorteil ist, dass wir damit im Moment 50% Eigenenergie herstellen, weniger zukaufen müssen und mit der neuen Anlage auch viel mehr im Hotel Temperaturen und Licht oder Strom steuern können. Also die größten Probleme sind einmal der Fachkräftemangel, den wir im Moment quasi mit modernen Geräten quasi ein bisschen kompensieren, weil Personal zu finden recht schwierig ist, vor allem auch Mitarbeiter, die man gut gebrauchen kann. Das nächste ist dann die Nachhaltigkeit, die wir ja eingeschränkt haben. Das ist das größte Problem, halt die Warenbeschaffung, wenn nicht immer alles zur Verfügung steht. Hier über die Metro haben wir quasi sehr viele Maschinen neu angeschaffen können. Das ist ein Vorteil gewesen. So, und dann durch den Lieferservice entfallen die Zeiten des Fahrens zum Markt und zurück. Das heißt, wir können dann die Zeit für andere Tätigkeiten nutzen im Haus. Warum sollte ich jetzt das Thema Nachhaltigkeit bearbeiten? Dazu gibt es natürlich 3 Punkte. Das eine ist völlig klar, bei den gestiegenen Preisen spare ich damit wahnsinnig viel Geld. Das zweite ist, ich kann durch die Prozesse und durch die Veränderung der Prozesse auch Mitarbeitermangel ausgleichen. Und das dritte, ich erschließe natürlich neue Zielgruppen. Das heißt, alle unsere Gäste da draußen suchen nach Nachhaltigkeit und suchen sich danach eben auch Betriebe aus. Nachhaltigkeit, wenn nicht jetzt, wann dann? Nehmt euch jetzt die Zeit, denn es wird sich auf jeden Fall refinanzieren.